Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, ich werde jetzt mal ausnahmsweise nicht schlafen gehen. Ich habe es geschafft, das einigermaßen heller zu machen. Ich hoffe, das ist jetzt zumindest hell genug. Wir sind gerade in der Nacht, da sieht man es mal so wunderschön. Eigentlich müsstet ihr jetzt auch was sehen können. Weil das war ja wirklich, der Shader war ja viel zu dunkel. Also ich habe immer noch den gleichen Shader drin, aber es ist wesentlich heller. Ich sehe auch gerade, das ist eine Aufnahme heller als bei mir auf dem Bildschirm. Aber gut. Hier rennen die schönen Viecher. Ihr müsstet was sehen können, ja? Jo. Zumindest bei mir im OBS ist es gerade heller. Ich gehe mal da vorne im Wald, um zu gucken, ob es da auch hell genug ist. Vielleicht ist es sogar ein Tickchen zu hell, aber mir geht es ja in erster Linie darum, dass ihr was sehen soll. Das ist, ihr habt ja recht, das hat keinen Sinn, dem Dunkeln, man sieht ja nichts. Aber jetzt sind wir mitten im Wald. Jo, man sieht was. Da sind auch schon Besucher. Hallo, Creepy, mein Freund. Warte mal kurz, ich brauche ein bisschen Platz. Ja, erledige mal deinen Freund. Genau, du nochmal. Und nochmal. So, jetzt bist du dran, mein Freund. Wir werden jetzt gleich erstmal das Dach schnell fertig machen. Da fehlt ja nur noch oben die Spitze. So. Ja, hallo, Captain Röchel. Sehr schön. So, mal kurz was essen. Also wie gesagt, da fehlt ja oben noch der Fürst. Ich muss nur mal gucken, welches Holz wir da benutzt haben. Aber ich glaube, das war Akazienholz, ne? Auch wenn ich gerade nichts mehr einstecken habe, wo kommen denn die ganzen Steine her? Ich habe doch offline gar nichts gemacht. Auf jeden Fall war das, glaube ich, Akazienholz, ne? Sieht zumindest danach aus. Ich wollte oben eigentlich nur noch mal die Slabs rüberziehen. Die Giebel machen wir dann später. Weil ich möchte mich gleich gerne erstmal... Oha, hoffentlich habe ich noch Akazienbäume. Hallo, mein Freund. So muss ich aber auch nicht jede Nacht schlafen gehen. So kann man auch mal die Nacht durcharbeiten. Und ihr seht trotzdem was. Auch wenn ihr doch schon einiges rumkriegt. Da auch noch? Oha, hier ist die Zombie-Armee, du. Okay, Moment. Sammeln mal ein bisschen EP. Wir sammeln keine EP, verdammt. Ich habe kein Schwert mehr. Okay, ich gehe ausnahmsweise einmal schlafen. Ich muss mir erst ein neues Schwert bauen. So, nee, wie gesagt, ich will mich gerne mal mit den Bienen beschäftigen. Und zwar habt ihr ja geschrieben, wir sind nur in seiner Nähe. Ah, aber auch kein Eisen einstecken. Das ist doof. Komm, verzieht euch. Das ist euer Ernst. Ihr habt ja geschrieben, am Bienenstock, wenn er voll ist, einmal mit der Schere, dann kriegt man Bienenwaben raus. Und daraus kann man selber Bienenstöcke bauen. So, ist jetzt hier Ruhe? Darf ich jetzt schlafen? Da muss ich dann auch mal gehen, wie genau, ob da jetzt irgendwie Bienen reinkommen. Züchten kann man die ja mit Blumen, habt ihr geschrieben? Alter, das darf nicht wahr sein. Will mir doch nur ein neues Schwert bauen, Mensch. Auf jeden Fall. Ja, jetzt ist eh gleich wieder Tag. Dann laufe ich aber kurz darüber. Ich glaube, da hinten hatten wir noch zwei, drei Barren. Und dann kann ich zumindest ein bisschen weiterbauen. Wie man da jetzt genau Bienen reinkriegt in diese Bienenkästen, weiß ich allerdings nicht. Vielleicht kommt das ja von alleine nach einer Weile. Hallo Spinni, komm mal her. Ich muss sagen, die Axt ist gar nicht mehr schlecht. Kann das sein, dass die Axt mehr Schaden macht als das Schwert? 9 Angriffsschaden. Ich glaube, das ist mehr. So, jetzt will ich nochmal kurz gucken. Wie hat denn mich irgendwo, hatte ich doch noch Eisenbarren über? Bloß wo habe ich sie hingepackt? Das ist eine gute Frage, ne? Oh, hier ist es schon relativ dunkel, sehe ich gerade. Es kommt wohl auch mal ein bisschen drauf an, wo man gerade ist. Keine Eisenbarren mehr? Doch, da. Ah, das reicht für ein Schwert. Sehr schön. Ja. Uah. Alter Junge. Das war eben nur in der Kiste so dunkel. Okay. Geht, geht, geht. Ja, guck, da geht ja schon die Sonne auf. Dann bauen wir jetzt mal kurz schnell ein Schwert. Diep, 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 diep. Nein, einen Stock brauche ich. Und da jetzt die zwei Eisenbahnen rüber. Ja. 6, tatsächlich, die Axt macht mehr Schaden. Was ist das für Blödsinn? Wozu braucht man denn das Schwert, wenn die Axt mehr Schaden macht? Aber jetzt geht ja auch schon die Sonne auf. Jetzt regnet es auch noch. Na, da kommt Freude auf.
Auf jeden Fall wollte ich kurz ein, zwei Akazienbäume abhauen, damit da oben das Dach zu ist. Au. Nun ist er auch mal gut hier, mein Freund. Du auch noch. Was willst du denn? Es ist Tag. Jetzt aber mal ruhig hier im Gelände. So. Ah, wird auch Zeit, dass wir mal Diamanten finden, damit ich mal einen Verzauberungstisch machen kann. Und wir mal unsere EP ausgeben können. Gut, laut Aufnahme seht ihr relativ gut, auch wenn es leicht verregnet ist. Ich glaube, zwei Bäume reichen. Wie gesagt, ich glaube, einer reicht sogar schon. Es muss ja oben nur noch da der Fürst zu. Und dann haben wir das Dach ja fertig. Au. Sag mal. Ist hier jetzt mal gut. Danke. Lass noch ein paar Setzlinge fallen, mein Freund. Ich wollte den Baum hier wieder anpflanzen. Da kommt noch schon wieder einer. Ah, ist typisch Regen jetzt, ne? Da ist noch ein Creepy. Das ist ein Sticky. Ich will einen Setzling haben. Alter, ich meine, das sieht hier ja schon relativ dunkel aus im Regen, ne? Ne, ist ein Schleimy da vorne, kein Creepy. Keine Setzlinge? Echt nicht? Man verschwinden tut's, aber... Jetzt habe ich einen, ne? Jo. Dankeschön. Einer reicht doch schon. Wollte doch nur wieder anpflanzen. Dann kann ich mich da schnell oben raufzimmern? Ja, ich glaube, ich verstehe, warum so viele Let's Player den Regen abschalten bei sich. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie oft es regnet. Es ist doch schon relativ dunkel. Was bist du denn her? Anscheinend reicht die Beleuchtung hier drinnen definitiv nicht aus. So. Mehr? Nee. So, ich wollte doch nur hier raus schnell ein paar Slaps machen. Mehr wollte ich doch gar nicht. So. So, die sollten reichen. Packen wir hier noch mehr Erde rein. Sehr schön, den geben wir ja hoch. Aber Hauptsache, ihr seht jetzt mal was. Den kann ich nämlich einmal kurz hier oben. So. Mache ich gleich von unten weg. Hier sollen doch nur einmal lediglich hier so Slabs rüber. Mehr nicht. Damit das Dach zumindest schon mal geschlossen ist. Und dann kümmere ich mich erstmal um die Bienen. Mensch, ich hätte jetzt gern ein bisschen Sonnenschein gehabt, aber wo ich sagen muss, relativ selten Regen gehabt bis jetzt. Kann aber auch daran liegen, dass ich bis jetzt immer schlafen war, damit ihr was seht. Aber im Moment können wir gar nicht schlafen. Wir haben hier mitten am Tag. Ich weiß auch nicht genau, wie lange der Regen in Minecraft anhält. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass ein Regenzyklus immer 10 Minuten dauert. Also quasi gesagt, einen ganzen Tag. Aber blöd ist es dann natürlich, wenn mehrere Regenzyklen hintereinander kommen. Dann kommt einem das vor wie Dauerregen. So. Sehr schön. So, komme ich hier jetzt irgendwie runter, ohne mir die Haxen zu brechen? Ich hoffe es mal. Oh, geht einigermaßen, ne? Dann haben wir die Hürde da oben mich zu. Einmal kurz hoch die Erde wegschaufeln. Dann kümmere ich mich um die Bienen. Ach, du bist das. Ich dachte gerade, hier rennt ein Viech rum. Der musste einmal weg. Und der auch. Dankeschön. So, den Rest machen wir denn hier später. Das sieht aber echt, durch den Regen sieht er so ein bisschen matt aus. Es gibt ja auch noch den Shader Zeus Renewit oder so heißt er. Den habe ich auch ausprobiert. Aber ich persönlich mag den nicht so gerne, weil der sieht so blass aus. Er ist etwas heller, ja. Also in der Nacht sieht er echt gut aus. Aber farbenmäßig ist er mir zu blass. Und deswegen benutze ich den nicht. Also ich mag den ich hier jetzt gerade habe, farbenmäßig schon sehr gerne. Das hier ist der Sildus Vibrant Extreme VL heißer. Das ist der, den ich aktuell drin habe. Aber der ist halt auch sehr dunkel. Ich habe jetzt in der Aufnahme die Gamma etwas höher gedreht, sodass ihr nass was seht.
Ich hoffe, es reicht aus. Ansonsten muss ich da noch mal ein bisschen näher. Dabei muss man bloß ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn ich es zu hoch drehe, ist es natürlich alles total überbelichtet. Und dann will auch keiner. Wo ist denn meine Schere? Ich weiß, dass ich noch eine Schere hatte. Damit habe ich die Blätter geschnitten. Da ist sie. Ah, das ist nicht viel, aber wird wahrscheinlich reichen. Ich will mich da bei der Biene bei. Das Problem ist, kann ich da überhaupt so bei, ohne dass sie mich angreifen? Ist das Ding voll oder nicht? Man konnte, glaube ich, mit F3 nachgucken, ne? Wie voll das Ding ist. Client Light, bla bla bla, Server Light, Biome Plains, ja. Wo ist denn dort? Man konnte das. Ach, da, Target Block, Minecraft Beanies. Honey Level 5. Key. Wie hoch geht denn das? Bis 5 oder? Ah, ich gehe lieber auf Nummer sicher, ich stelle dein Feuer unter. Bobby, keine Lust mehr, hier den Hintern zu verbrennen. Das war ja, glaube ich, nur Diggis Holz und Kohle. Und Kohle habe ich alles drüben. Ich brauche nur eine Kohle. Habe ich hier noch was? Ja, nehmen wir die. So, Feuer. Ein Feuer reicht ja schon. Dankeschön. Ich habe keine Lust, dass Bienen mich hier zu Tode stechen. Das ist, glaube ich, nicht zu toll. Ich glaube, wir werden, wenn es nachher dunkel wird, noch einmal schlafen gehen, damit wir diesen nervigen Regen mal loswerden. Ich stelle das Feuer hier ein weiter runter. So. Das sollte ja eigentlich die Bienen betäuben, ne? Gucken wir mal. Mehr geht nicht. Jetzt müssen sie sich erstmal auffüllen. Okay. Bloß das Feuer muss ja jetzt auch aus, damit sie wieder neues Honig produzieren. Ne? Ich mach das mal aus. Man kann es ja später wieder anzünden, glaube ich. Mit dem Feuerzeug. So. 3 Honigwaben. Ich guck mal kurz in der Crafting Box. Da muss ich jetzt wirklich selber erstmal gucken. Ich habe mich noch nie, wie ich ja schon sagte, mit den Bienen beschäftigt. Er hat mir zumindest neue Rezepte angezeigt. Wie heißen die Dinger? Bienennest oder Bienennest? Bienenstock, okay. Kürbiskuchen. Lindbaum. Ah, also 3 Honigwaben und Holz. Braucht man einen Bienenstock? Gut, da will ich jetzt mal gucken. Holz, habe ich noch Holz? Ja, ein bisschen habe ich noch. Warte mal. Ich glaube, das geht. So. Dann bauen wir da mal einen von. Nur um zu gucken. Wenn ich den da jetzt hinstelle, ist jetzt die Frage, gehen da von alleine Bienen rein oder... Ich weiß es nicht. Aber warte mal, ich will hier schon... Der eine Baum hier soll stehen bleiben. Ich muss das hier alles so ein bisschen anpassen. Aber... Ich glaube, das kriege ich hin. Ich habe da, glaube ich, schon eine Idee, wie ich das mache. Der eine Baum hier muss weg. So. Hier, warte mal. Den packe ich, der kommt gleich hin. Ich brauche einen davon. Ich verlängere den Baum einfach um einen. Zack. So. Dann kann ich hier ein bisschen Erde wegbuddeln. Oh, ich werde gleich, wenn es dunkel wird, unbedingt schlafen gehen. Mir geht der Regen gerade voll auf den Senkel. Ein bisschen Erde wegbuddeln. Ich will hier so eine kleine Bienenecke machen mit so einer Hecke rum und ich glaube, das sieht, wenn es fertig ist, doch schon ganz gut aus. Ups. Aber mir geht gerade so ein bisschen, aber nur ganz bisschen dezent der Regen auf den Keks. Wenn ich gleich schlafen gehe, ist er weg. Könnt ihr zwar jetzt auch per Konsolenbefehl ausmachen, aber ganz ehrlich, will ich eigentlich nicht. Weil das ist wieder Cheaten. Vielleicht hört es ja auch gleich von alleine auf, man weitert nicht. Leider sehe ich jetzt so auch nicht, wann es dunkel wird. Das ist natürlich ein bisschen doof. Warte mal, wie weit muss ich denn jetzt hier überhaupt buddeln? Ja. Ich muss meine Steinschaufel machen, da führt kein Weg dran vorbei. Eisenmangel vom Feinsten. Ich habe zwar letztens irgendwo Eisen gefarmt, ich weiß bloß nicht, wo ich es gelassen habe.
glaube hinten im Lagerhaus irgendwo. Ich mache mir mal 3 Steinschaufeln. Steine haben wir ja genug. So. So, aber wie mache ich es am besten? Wir hier jetzt nicht alles wegputten. Ich glaube, ein bisschen weiter muss ich. So, wenn ich hier jetzt erstmal so ein bisschen gezackt rumgehe, dass es noch einigermaßen natürlich aussieht, dann geht's, glaube ich. Oh, jetzt wird es aber eindeutig dunkel. Sehr schön. Dann können wir gleich schlafen gehen. Es wird nämlich deutlich dunkler. Okay, ich lege mich kurz schlafen, weil der Regen macht das Ganze ja auch nochmal dunkler. Didi, dann sind wir den Regen zumindest los. Ja, es ist Nacht. Sehr schön. Gut, jetzt dürfte der Regen eigentlich aufhören. Ja, oh, was für eine Wohltat. Was für eine Wohltat. Zwischendurch mal Regen ist ja gut, aber doch nicht so lange. Sehr schön. Deswegen der Baumverlängerung, weil der Baum soll hier stehen bleiben. Habe ich irgendwas, was ich nicht unbedingt brauche? Zum Beispiel die da. Ah, ich bin gerade überlegen. Diese Mauer hier, die geht ja bis dahin. Ich glaube, ich werde die Mauer auch so lassen. Oder? Ich die Mauer von da hinten dann hier vorne mit lang ziehe, hier so einen kleinen Gang vor. Ah, hier vielleicht so eine kleine Hecke ran oder so. Mal gucken, wie das aussieht. Vielleicht baue ich die Mauer aber auch noch um, dass ich den Weg hier weiterführe. Auf jeden Fall soll ich hier eine Bienenecke hin. Ich hätte das Ganze gern als Hecke. Natürlich stört das hier noch. Das soll ja später weg, aber noch brauche ich das Feld. Mach erstmal ein bisschen Erde hier hin, so 3 rein, damit ich hier weiterkomme. Ich muss echt gucken, wie ich das am besten mache. So. Dass das hier zumindest schon mal ein bisschen weitergeht. Da, den kann ich auch noch verarbeiten. Die anderen behalte ich als Baugerüst. Einmal hier gerade durchziehen. So. Dass ich das hier irgendwann mal gerade kriege. Okay. Naja, fast. Fast. Ist noch ein Stück hier. Komm, dann kann ich hier aber auch noch mit den restlichen 35. Da bleiben immer noch genug über. Hier einmal die Kante abschließen. So. Sehr schön. Da noch. Dann habe ich jetzt zumindest eine gerade Kante. Das hier kann dann erstmal voll grün. Und hier wollte ich dann halt, wenn der Imker oder besser gesagt der Bauer hier aus dem Haus rauskommt, dass es hier quasi so weitergeht. Hier sollte halt die kleine Bienenecke hin. Da müssen aber erstmal, um zu gucken, wie ich das am besten mache, einmal kurz aufräumen. Das muss natürlich weg. Ein paar Blumen müssen noch dazwischen. Da müssen wir gleich mal gut gehen. Ich glaube, ich habe sogar noch ein paar. So. Sehr schön. Das werde ich erstmal so lassen. Ich glaube, der ist auch schon wieder voll, der Bienenstock. Dann wollte ich hier Blätter so rummachen. Ich weiß nicht, bleiben die Blätter so als Hecke stehen? Ah, ich weiß ja nichts. Ich bräuchte mal Zäune und das, aber ich glaube, das habe ich alles schon drüben. Blätter, glaube ich, noch hier. Aber... Was sind Bretter, ne? Und Schwarzeichenstämme wären auch nicht verkehrt. Mal sehen, wie das aussieht. Und da drauf Blätter, die habe ich, glaube ich, noch hier. Irgendwo hatte ich noch welche. Das weiß ich. Aber offensichtlich... Ah, da, Schwarzeichenlaub. Gut, die Wände reichen, aber es ist zumindest schon mal ein Anfang. Hier geht auch mal da rein. Wieso habe ich denn Redstone einstecken? Wovon?
Oh, was ich hier für einen Müll drin habe. Naja, muss unbedingt mein Inventar mal aufräumen. Meine Idee war ja eher, hier so eine Art Hecke lang zu bauen. Aber damit es hier gut aussieht mit dem Fluss, das ist gerade das Problem, was hier so ein bisschen hapert. Ich glaube, hier werde ich die Mauer weiterziehen müssen und dafür das Stück wegmachen müssen. Und trotzdem hätte ich hier drinnen gerne so eine kleine extra Hecke. Aber das kann man ja nochmal umbauen. Hier jetzt erstmal so macht, da drauf sollen denn die Blätter. So. Der Baum soll hier definitiv drin bleiben. Hier einmal so rum. Da drauf die Hecke. Vielleicht wird das aber auch zu klubig. Ich will erstmal nur gucken, wie es aussieht. Ja, das Ganze müsste dann rein theoretisch. Ja gut, das muss hier eh weg. Erstmal so. Ja, das nützt alles nichts. Ich muss erstmal das da wegmachen. Dass hier dann so quasi der Weg vorbeiführt. Hier dann so rein. Ich wollte so eine extra Imker-Ecke. Ah, warte mal. Hier dann klar so ein Weg rein. Quasi. Ah, ich glaube, das reicht schon. Und dann hier so weiter. Natürlich wird es ja jetzt doof aussehen mit dem Berg. Aber das nützt ja alles nichts. Das muss erstmal weg. Der Berg soll später noch komplett weg. So. Hier quasi so eine kleine Extra-Ecke hab. Hier soll dann quasi später der Weg vorbeiführen. So ein einer Weg durch. Der quasi mit dem verbunden ist. Hier so weiter. Das sieht schon leicht doof aus. Den nehme ich mal wieder weg. Und dann quasi hier so rein. So. Hier wollte ich dann irgendwo den Bienenstock mal hinstellen. Bloß, da ist jetzt natürlich die Frage. Ich glaube, die Bienenstöcke muss ich später auch, wenn Bienen drin sind, mit Feuer betäuben, ne? Damit sie mich nicht pieksen. Das heißt, wie baue ich das am besten? Nochmal, Zäune habe ich jetzt nicht einstecken. Aber Zäune, damit ich nicht alles aus Schwarzeichenholz baue, kann ich mir ja rein theoretisch auch aus Birkenholz bauen. Dann haben wir mal zur Abwechslung etwas bessere Zäune oder hellere Zäune. Hier, machen wir mal die Hälfte davon zu Brettern. Denn Stickies habe ich noch wie viele? Nicht mehr viele. Wo sind die ganzen Stickies denn? Nehmen wir mal kurz ein paar Stickies, dann nehmen wir den da. Die machen wir kurz zu Stickies, so. Zaun war doch noch so, so. Und in die Mitte die Stickies. Das war, glaube ich, Zaun, ne? So. Das Heust? Ja, meine Idee war halt, ob das alles so gut aussieht. Das ist noch so eine Frage. Hier vielleicht so ein extra Gestell bauen. Ich würde gerne später zwei Bienenstöcke haben. Im Moment konnte ich ja nur einen bauen. Quasi hier oben dann der Bienenstock rein. Und da kommt später noch ein zweiter neben. Quasi hier so ran. Da kommt dann später noch ein zweiter neben. Und dann kann man da unter nämlich die Feuer stellen. So. Quasi das denn hier einmal so rüber, dass es so aussieht, als wenn die so ein bisschen in so einem Gestell stehen. Ich würde dann sagen, die Feuer mache ich dann später hier unten rein. Oder vielleicht sogar noch einen tiefer, weil das, der Rauch geht ja hoch genug. Und darauf dann eine Klappe oder so, dass ich, dann muss ich sie vielleicht nicht immer ausmachen. Weil ich glaube, wenn ich da eine Klappe rüber mache, kann ich sie brennen lassen und der Qualm geht dann nicht mehr durch, ne? Müsste man ausprobieren. Hier ist es nämlich ein bisschen doof. Und hier oben drauf wollte ich denn, aber ich weiß nicht, ob das aussieht, quasi so als Blätter eine Art Hecke haben. Aber ob das aussieht, ist dann halt noch eine andere Frage. So, wie sieht denn das Ganze aus? Das ist mir ehrlich gesagt schon wieder ein bisschen zu klubig. Ja, das ist... Könnt ihr ja mal zuschreiben. Ich lasse es jetzt erstmal so mit den Blättern. Aber
Ich hätte auch noch eine Idee, vielleicht eine Mauer unter oder einen Zaun unter und da drauf die Blätter. Das geht ja auch. Wird vielleicht sogar besser aussehen. So, die restliche Schere benutze ich jetzt noch, um kurz ein paar Schwarzeichenblätter zu holen. Damit wir das Ding erstmal voll kriegen. Ich werde da vorne ein bisschen rumrasieren, das Ding steht eh über. Und dann gucken wir gleich noch mal ein paar Blümchen hin. So. Ich glaube, das reicht auch schon, oder? So viel bräuchte ich davon dann nicht mehr. Hier ist noch ein bisschen zu viel. Und alles welche, die nicht verschwunden sind. Ist eh gleich kaputt, die Schere. So. Ich glaube, das reicht schon, die 42 Stück. Warte, weißt du was? Weißt du was? Weil es hier so doof aussieht. Wir machen die Schere doch kaputt. So. Dann ist sie zumindest verbraucht. Sehr schön. Wird schon wieder dunkel? Sieht schon Forst danach aus, ne? Hier nochmal hin. Zack. Dieb. Aber wie gesagt, der Berg, der muss noch weg. Das sieht natürlich etwas doof aus. Und ich sehe gerade, der eine hier sitzt verkehrt. Der muss natürlich so. So. Sitzen noch mehr verkehrt? Nö. Dahin. Ja, es wird dunkel, definitiv. Hier kommen dann natürlich später Laternen oder so ran. Weil Fackel kriege ich da nicht dran. Mach einmal kurz hier. Kommen später ordentliche Laternen ran. Hab bloß im Moment keine. Und hier sollen dann noch so ein paar Blumen mit rein, dass die Bienchen da so ein bisschen was zum Summen rumbrummen haben. Okay. Ah, wie gesagt, das kann man noch umbauen, hier einen Zaun hinmachen oder so. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Aber dann hat man hier quasi so eine kleine Imker-Ecke. Ich weiß halt auch nicht, ob die Bienen sich so jetzt wirklich vermehren tun. Ich müsste doch noch irgendwo Blümchen haben. Da sind noch welche. Dort sind noch welche. Ein paar verschiedene hinstellen, nicht immer die gleichen. Das sind ja auch wieder rote. Wie viele Blumen ich habe, ne? Aber alles rote. Da sind noch ein paar blaue. Hier, schmeißt doch mal die Kram hier raus. So. Da noch welche drin. Hier ausnahmsweise mal nicht. Doch, da sind auch weiße. Ich habe hier ein Chaos in den Kisten, ne? Gut, aber zumindest seht ihr mal was. So, wenn ich immer so ein paar rote vereinzelt mit zwischenstelle. So. Und da dann vielleicht noch ein paar blaue mit zwischen. Ich will ja jetzt... einmal reicht. Nicht übertrieben viele Blumen hinstellen, aber vereinzelt welche. Und da vielleicht noch ein paar weiße mit zwischen. Müssten die Bienen noch eigentlich glücklich werden, oder? Mein Blümchen haben sie jetzt hier. Und da vielleicht noch so ein Trampelpfad mit zwischen. Der hier vielleicht einmal so rumführt. Die Blume setze ich gleich nochmal woanders hin. Mit ein bisschen Abstand. So, dann müsste ich die auch nochmal umsetzen. Hätte vielleicht erst den Weg machen sollen. So, der muss natürlich noch vollgrün. So. Kommt hier noch ein Blümchen hin. Da von mir aus. Dann setze ich nochmal die eine blaue wieder hin. Zum Beispiel da. Und dann kommt hier nochmal eine weiße wieder hin. So einen kleinen Trampelpfad hier rum habe. So eine kleine Bienenecke. Da muss ich dir mal gucken, ob die sich irgendwie vermehren oder so. Ich meine, ich habe eben was Summen gehört. Ich brauche ja noch ein paar Lampen. Ach, creepy, mein Freund. Komm mal her. Zack. So, ich glaube, ich werde gleich mal kurz im Lager gucken müssen, weil ich Eisen brauche für Lampen. Da führt ja nochmal kein Weg dran vorbei. Dann gehen wir da mal kurz rüber.
Ah, ich hoffe es. Also wie gesagt, jetzt bei mir in der Aufnahme auf OBS ist das relativ hell. Da müsstet ihr eigentlich was sehen, aber das wird ja durchs Rendern auch nochmal dunkler. Ach, Spinny, komm her. Didim, didim. Hallo Andy, mein Freund und Skeletti. Ja, schieß mich mal an. Da oben rennt auch ein Günni rum. Ja, er kommt wahrscheinlich gleich hier rein. Wollt ihr mal was gucken? Ihr müsstet hier mittlerweile doch schon recht gut sehen können, ne? Kommst du nicht rein? Doch, da bist du doch. Hallöchen. Er bringt gleich einen Kollegen mit. Ja, komm her, komm her. Nur tote Zombies sind gute Zombies. Yeah, aua. Hör auf mich zu hauen. Erlaub ich denn nicht. So. Aber wie gesagt, wie ich ja schon in dem Erklärvideo erklärt habe, ihr könnt, wenn ihr mitspielen wollt, in eurem Claims auch die Viecher ausmachen. Dann habt ihr zwar eine Wildnisviecher, sonst wäre es ja auch ein bisschen zu langweilig, aber halt bei euch im Claim keine rumlaufen. Das kann jeder für sich entscheiden. So, was ich jetzt gucken wollte, unten. Ich habe in den Ofen, meine ich, Eisen gepackt. Bin mir da nicht ganz sicher, aber ich meine schon. Das Heus, hier nicht. Das war wenn schon der, ne? Ostein. Hab ich nicht? Ne. Wo hab ich denn das Eisen gelassen? Da. Da, gut. Und der Diorit, wo auch immer der herkommt. Der sollte hier doch mal irgendwo rein, oder nicht? Ich weiß gar nicht mehr, wo was rein sollte. Hier war es, glaube ich, nicht, sondern hier, ne? Hier ist Andesit drin, hier ist das drin. Gut, dann packe ich hier den rein, den Granit. Warte mal. Ich bin gerade so voll geschissen. Machen wir da mal einen rein. Hm? So. Und die anderen vier kommen dann hier rein. So. Was wollte ich jetzt nochmal mit Eisen? Jetzt bin ich gerade überlegen. Ich glaube, Lampen, aber dafür habe ich, glaube ich, drüben noch Eisennuggets. Irgendwas wollte ich jetzt mit Eisen. Ich habe jetzt gerade voll den Faden verloren. Auf jeden Fall keine Schaufel bauen. Weiß auch gar nicht, warum ich so viele Steine einstecken habe. Ja, warte mal. Rinder mit, Rinder mit. Das ist Kies. Rinder mit. Den hatte ich hier genau. Andesit. Der sollte auch drinnen bleiben. Ich will bloß einmal kurz, damit ich hier nicht ständig durcheinander komme. So. Einen reinstopfen. Für Kies habe ich noch nichts. Aber hier hatte ich den Diorit, ne? Genau. Der kommt da rein. So, da bin ich das zumindest schon mal los. Für Kies habe ich noch nix. Und die Slabs brauche ich im Moment auch nicht. Die hatte ich hier, ne? Genau, hier sollen die Slabs mit rein. Zack. Dann bin ich die nämlich auch schon mal los. Sehr schön. Müsste ja auch gleich wieder Tag werden. Muss sagen, das Feuer macht aber auch schon echt ganz schön Licht, ne? Dip, 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 dip. Ist das ein Creepy oder ein Händler da oben? Sieht nach Händler aus. Aua, Freundchen, unterlasse dies. Okay, Spinny. Ah, wenn hier nicht alles fertig ist, bohnt hier aber nicht so viel. Ich habe aber auch keine Lust, jetzt die Viecher bei mir... Aua. Sag mal, im Claim auszumachen. Ich finde, das hat mal was mit den Monstern. Auch wenn es schon relativ viele sind, die hier rumlaufen. Hör doch mal auf, mich anzuschießen, Mensch. Ich mag nichts Spitzes. So. Ist ja schlimm mit dir. So, du auch noch. Kommst sowieso wieder auf dumme Gedanken. Siehst du? Sag ich doch. Mensch, jetzt bin... Aua. Jetzt bin ich mal reich, die Liebe zu geben. Ah, vielleicht sollte ich doch nass schlafen gehen. Ich weiß nicht, wo die Viecher alle hier im Dauertakt herkommen. Aber es ist zumindest mal ein bisschen Action, ne? Wenn man Action bezeichnen kann im Minecraft. So, Ruhe im Gelände hier.
Ist ja eh gleich wieder Tag, wenn ist ja schon eine ganze Weile Nacht. Zumindest kommt man so gut an Materialien. Was ich jetzt noch testen wollte, und zwar die Idee kam mir irgendwie über Nacht gestern. Früher war das ja extrem umständlich, eine Monsterfalle zu bauen. Mit fließendem Wasser, Lava, dass die Items unter der Lava durchschwimmen, die Monster aber in der Lava verbrennen und so weiter und so fort. Mir ist halt aufgefallen, dass die Monster auch bei diesen Feuern Schaden kriegen. Jetzt ist die Frage, verbrennen da drin auch die Items oder nicht? Das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Ich werde einfach mal eins Diggi nehmen und den da reinschmeißen. Wenn nicht, dann kann man ja eigentlich auch mit einem Lagerfeuer eine Monsterfalle bauen. Das wollte ich jetzt mal kurz testen. Nee, die verbrennen nicht. Das ist schön. Au, au, ja, ja, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man unter einem Lagerfeuer einen Trichter bauen würde, fallen die Items dann durch in den Trichter oder bleiben sie auf dem Feuer liegen? Das sind so Sachen, das muss ich alles noch ausprobieren. Jetzt sind wir erstmal am Ende. Gut, jetzt haben wir eigentlich nicht das geschafft, was ich schaffen wollte. Da fehlt noch die Beleuchtung. Aber dadurch jetzt mit dem Gucken, ob das hell genug ist für euch, hat sich alles ein bisschen hingezogen. Ich werde jetzt auch nicht jede Nacht durchspielen, aber so schlecht sieht das hier gar nicht aus. Ich glaube, den werde ich noch ein weiter runtersetzen. Das heißt, noch hier muss ja noch zwei Feuer unter. Sobald der hier voll ist, Honig Level 0, der ist aktuell nicht voll, werde ich hier nochmal Waben rausschneiden, damit ich dann auf den zweiten von bauen kann. Und wie ich hier jetzt Bienen reinkriege, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt habe ich hier schon seit langem keine Biene mehr gesehen. Müssen ja irgendwann mal wieder auftauchen. Blumen haben sie ja hier. Das werden wir alle sehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir hören uns morgen wieder. Und wie gesagt, wenn ihr mitspielen wollt, unterm Video findet ihr einen Discord-Link. Da einfach mal kurz in dem Bewerben-Channel euch kurz vorstellen mit eurem Minecraft-Namen und ihr seid dabei. Vielen Dank, dass ihr da wart. Tschüssi.